Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zum Hardware-Video des Snake bei Gamepad 4S Wireless. Den haben wir hier. Wir haben schon ein Unboxing gemacht. Ich habe mir auch einen Original-PlayStation-Controller hergeholt, damit wir die vergleichen können. Der erste positive Punkt, was ich auch im Unboxing gesagt habe, es ist ein USB-Kabel mit bei. Also wir können den so direkt laden, wir brauchen kein Kabel raussuchen oder irgendwas dergleichen, wir können den direkt laden, ist ein Micro-USB. Wir haben auch eine Update-Datei in Deutsch mit bei, wegen aktueller Software runterladen. Und ich habe ja schon im Unboxing gesagt, erinnert mich vom Optischen ein bisschen, ich hole mal die Kamera so ein bisschen vor, vom Optischen erinnert er mich ein bisschen an den, Wireless Controller Plus, oder? Nee, wie heißt der? Classic Controller Plus von der Wii U, von der Wii, also von der oberen Form hier. Also so, erinnerte mich ein bisschen dran. Wir haben ein Touchfeld hier oben, was wesentlich kleiner ist als beim Originalcontroller. So sieht das vielleicht ein bisschen besser. Wir haben von den Knöpfen die gleichen Farben, aber es sind keine Dreieck, es ist kein Dreieck, kein Viereck oder kein, weiß ich was drin. Es steht da nur die englischen Begriffe dafür drinne, Cross, ja, für Kreuz. Wir haben auch keinen PlayStation-Knopf, weil ich glaube nicht, dass der offiziell lizenziert ist von PlayStation. Ich habe da keine Ahnung, weil es steht jedenfalls nicht auf der Verpackung drauf. Es steht, dass er für PS4 Slim und so ist. Aber sonst, bei anderen Controllern stand immer noch drauf, offiziell lizenziert von PlayStation oder so. Und wir haben jetzt hier, wie gesagt, so einen PlayStation-Knopf und hier haben wir einen Hausknopf. Sieht da das Haus da so ein bisschen durchscheinen? Ja. Ja, sonst, der ist so ein bisschen, wenn man von der Seite guckt, so ein bisschen runder. Der ist hier so ein bisschen eckiger. Seht ihr das hier? Also hier haben wir eine scharfe Kante. Dann geht es hier wieder runter. Hier unten ist alles schön rund. Wir haben auf der Unterseite einen Klinkenanschluss. Hier oben ist der USB. Wir haben keine Lightbar. Und ja, hinten die Knöpfe seht ihr auch. L2 und R2 sind ein bisschen länger. Also ein bisschen länger gezogen und haben so eine, warte mal, könnt ihr vielleicht so besser sehen. Fand ich jetzt im ersten Augenblick die Wölbung ein bisschen mehr als, doch, die ist mehr als beim Originalcontroller. L1 und R1, seht ihr, die sind ziemlich schmal im Gegensatz zum Originalcontroller. Wir haben, also ich sehe jetzt hier auch, also wir haben ja hier in der Mitte dann noch den Lautsprecher. Ich sehe jetzt hier nicht wirklich einen Lautsprecher. Ich weiß auch nicht, ob ein Lautsprecher eingebaut ist. Share und Optionen haben wir unter dem Touchfeld. Ja, und Steuerkreuz halt. Das Steuerkreuz ist jetzt hier angenehmer als beim Originalen. Beim Originalen haben wir ja oben, unten, links, rechts, ganz normal, einzeln. Und hier haben wir, wie wir von alten Controllern kennen, ein zusammenhängendes Kreuz, wo wir den Daumen dann mit drin machen können und dann einfach uns dahin bewegen können, so. Die finde ich ein bisschen angenehmer, als wenn es einzeln ist. Weil man kann hier schön rübergleiten, das ist cool. So, jetzt machen wir mal hier den Aufkleber ab. So, hier haben wir den Aufkleber ab. Das Touchfeld ist genauso geriffelt wie beim Originalen. Also hier ist der Originale. Ist ein bisschen eingestaubt. Aber ihr seht nicht, dass er geriffelt ist. Das ist doof. Aber das ist... Kann man nicht... So könnt ihr das ein bisschen sehen. Ist wie beim Originalen. Das machen wir mal an. Das Haus leuchtet. Rot. Finde ich ein schönes Gimmick. Der ist natürlich jetzt nicht mit der PlayStation verbunden. Logischerweise. Da findet er jetzt nichts. Dafür müssen wir den jetzt erstmal, so wie es in der Anleitung steht, an den PC anschließen.
Hier ist auch alles bebildert und super erklärt. Auch in Deutsch. Step 3, Step 4. In Deutsch und Englisch, also für uns ist nur die erste Seite interessant. Wenn du diese entfernt hast. Und okay, dann sollen wir Schritt 2 nochmal neu machen. Ich weiß auch gar nicht. Firmware-Update, gut oder schön. Ich weiß gar nicht, ob die den führen. Also hier steht auf jeden Fall PS4, PS4 Slim und PS4 Pro. Und 5 Jahre Garantie haben wir. Ich weiß auch nicht, ob wir den jetzt auch am PC nutzen können, wenn wir da Software updaten sollen. Also das werden wir jetzt auf jeden Fall mal versuchen. Firmware-Update. Da gehen wir mal nach dem Heft vor. Ich nehme mir das mal mit. Ich mache mal hier jetzt einen Cut und wir sehen uns jetzt gleich am PC wieder, wenn wir den mal updaten werden. So, da sind wir jetzt am PC. Ich habe hier schon ein bisschen rumgemacht. Ich habe hier auch nebenbei meinen Laptop hier stehen, den Asus. Aber es klappt nicht. Ich wollte den Controller updaten, so wie es in der Anleitung steht. Aber dieses funktioniert nicht. Ich habe jetzt gedacht, dass es vielleicht an meinem Betriebssystem liegt. Liegt es nicht. Ich habe den Controller jetzt schon mit dem USB-Kabel, also praktisch den USB-Kabel, verbunden mit dem PC. Ich zeige euch auch gleich, wo er das Update herkriegt. So, hier ist die Software. So. Und dann sollen wir den linken, also Steuerkreuz nach rechts und den linken Analogstick reindrücken, also L3. Und dann sollen wir das verbinden. So, dann passiert das. Das Haus leuchtet jetzt nicht mehr rot, sondern lila auf dem Controller. Ich habe euch mal was aufgemacht. Hier seht ihr jetzt gerade keinen Controller drin. Das werden wir uns dann gleich mal... So. Dann werdet ihr da gleich sehen, dass was passiert. So, updaten. Ich fasse den nicht an. Er wird getrennt. Da ist er jetzt auch hier. Und Update Fail. Es kann jetzt sein, dass er natürlich auf dem aktuellsten Update ist. Aber da hätte ich gedacht, dass da kommt, hier ist auf dem aktuellen Update. Also da können wir jetzt nichts machen. Jetzt ist das Haus rot vom Controller. Ihr seht, der ist hier eingebunden. So, Gamepad-Controller. Erweitert. Eigenschaften. So. Wir können uns jetzt auch mal überprüfen, ob da auch alles funktioniert. L3, passiert was. R3, L1, L1, links, rechts, oben, unten. Das geht auch. Touchpad ist nur ein Knopf. So, hoch, runter, also der linke, der rechte Analogstick, hoch, runter, hoch, runter, links, rechts. Also hoch, runter ist ein bisschen. Seht ihr, da bewegt sich das Steuerkreuz. Also funktionieren tut es auf jeden Fall. Wir haben auch Status okay. Okay. Also könnten wir den jetzt rein theoretisch auch für einen PC nutzen. Das Update bekommt er ganz normal auf der Snakebite-Seite, also mysnakebite.com. Ich mache das mal nochmal einen neuen Tab auf, damit ich euch das zeigen kann. Dann geht ihr hier oben auf Support. Da geht ihr auf Downloads. Dann öffnet sich, also ihr braucht nichts drücken, das geht automatisch auf dann PS4. Und da ist eigentlich alles nur das D-Pad. Na gut, Headset, so ein bisschen Anleitung sind auch noch mit bei. Und dann haben wir hier
komischerweise Black, Camouflage, Gray, verschiedene Softwares, also eigentlich die gleiche Software, aber warum sie das doppelt drin haben, weiß ich nicht. Ja, und dann müsst ihr dann einfach draufklicken, dann wird sie runtergeladen. Also vielleicht kommt ja nochmal ein Update. Und hier habt ihr dann auch noch die PDF, die ihr findet da auch hier drin. Und ein Video habt ihr auch da drin. Also da ist wirklich für jeden was mit bei, bloß Update klappt nicht. So, und wenn das Update nicht klappt, das Gamepad während des Update-Vorgangs entfernt wurde. Wurde nicht entfernt, es gibt aber das Geräusch, dass der Controller angesteckt und abgesteckt wird. Ich habe es auch mit, wie gesagt, mit dem Laptop versucht, mit Windows 7. Es liegt nicht an meinem Betriebssystem, das Kabel richtig angeschlossen. Das ist angeschlossen und funktioniert, sonst würde gar nichts gehen. Und USB funktioniert auch. Also der USB-Anschluss. Es kann jetzt höchstens sein, dass kein Update da ist. Aber dann hätte ich jetzt gedacht, dass der mir sagt, hier ist ein Update da. Ja. Soweit können wir da jetzt nichts machen. Wir müssen den jetzt erstmal mit der PlayStation verbinden. Da bin ich mal gespannt. Dafür nehme ich den Kabel jetzt hier mal ab. Ich mache jetzt gleich wieder die Kamera an. Und dann gucken wir uns das mal an. Ich muss mal die PlayStation schon mal anschalten. Also die habe ich schon angeschalten. So, wir sind jetzt auch schon an der PlayStation. Wie gesagt, hier ist der Original PlayStation Controller. Der leuchtet jetzt blau. Und hier können wir jetzt hin und her schalten. Ja. Und jetzt verbinden wir einfach mal den USB mit der PlayStation. Das Haus leuchtet. Okay. Und jetzt leuchtet das Haus blau, nicht mehr rot. Auch die Home-Taste funktioniert. Ich schließe den jetzt einfach mal ab vom USB. Das Haus leuchtet immer noch blau. Beim Update, also wenn er nicht angeschlossen ist, nur so mit USB zum Laden ist rot. Blau ist für PlayStation, wenn es an der PlayStation dran ist. Und lila, wenn es Update gibt. So, aber selbst das funktioniert. Wir werden jetzt mal ausmachen. Oder warte mal, wir gucken mal erst bei Geräte drinnen. Als was der angeschlossen ist. Geräte, Controller. Nee, wo war nicht? Geräte ausschalten, gucken wir mal nach. Der erkennt es als DualShock-Controller an. Seht ihr? Und jetzt ist er aus. Also leuchtet auch nichts mehr. Und wenn ich jetzt hier Haus drücke, bin ich automatisch wieder mit der PlayStation verbunden. Und der wird als... Achso, nee, das ist jetzt meine Festplatte. Achso, hier Geräte ausschalten. Der wird als DualShock 4 Controller erkannt. Vibration aktivieren. Wir haben auch einen Lautsprecher. Ja, da passiert jetzt nichts, weil wir haben hier keinen Lautsprecher eingebaut. Und da passiert natürlich auch nichts, weil wir haben keine Leiste. Kommunikation, Bluetooth, warte mal hier. USB-Kabel verwenden, Bluetooth, wir wollen USB-Kabel, Bluetooth verwenden. So, hier war doch irgendwo... System. Geräte. Bluetooth-Geräte. Ach so, Bluetooth-Geräte wart, okay. Also, wir haben jetzt hier verbunden
der zeigt mir auch meinen Samsung komischerweise an. Achso, nee, das ist mein TV. Warum er mein TV anzeigt, ich habe keine Ahnung. Ortrud. Das ist irgendein Handy, das können wir rausnehmen. Dann muss ich nachher machen. Hier ist nochmal mein TV. Ich weiß nicht, warum mein TV hier zweimal drin ist. Und dann haben wir hier unten einen DualShock-Controller. Das ist mein erster DualShock-Controller. Dann haben wir Motion Plus, den Move-Controller, die Pistole, nochmal Move-Controller. Die muss ich mal nachher löschen. Dann mein dritter Controller, ein vierter und ein fünfter. Also warum ich jetzt hier einen mehr drin habe, als ich habe, eigentlich keine Ahnung. Achso, ja, der hier unten ist ja jetzt bei meiner Tochter. Der hier. Ja, also er wird eindeutig als DualShock-Controller erkannt. Und hier können wir auch Verbindung trennen. Also wir werden jetzt mal ausmachen. PS4 ausschalten. Und jetzt werden wir mal gucken, ob wir den auch damit anschalten können. Ich werde ihn auch jetzt die nächste Zeit benutzen. Und dann kommt dann später auch ein Hardware-Check und dann kann ich euch dazu was sagen. Also so unübel liegt der gar nicht in der Hand. Ich hätte jetzt eher gedacht, wegen den Schrägen, dass ich da ein bisschen Probleme habe, weil es ein bisschen komisch sich anfühlt. Und weil er hier unten noch nicht so lang ist wie der PlayStation-Controller. Seht ihr das? Also wenn wir das jetzt die Schräge da nehmen, ist der PlayStation-Controller ein Stück länger. So, PlayStation ist aus. Ich habe angeschalten, es leuchtet rot. Und gleich leuchtet es blau, wenn die PlayStation dann an ist. Wie gesagt, Akku ist auch verbaut. So, da leuchtet es blau, weil er die Verbindung hergestellt hat. Jo. Also so von der Haptik finde ich den eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also ich muss da jetzt erstmal gucken. Ich werde den jetzt in der nächsten Zeit, ich mach mal so, ist ein bisschen netter. Ich werde den jetzt in der nächsten Zeit benutzen und dann wird dann später ein Hardware-Check kommen in zwei Wochen. Je nachdem, wie oft ich den benutze. Und dann kann ich euch da ein bisschen mehr zu sagen, wie er sich jetzt im Endeffekt bei den einzelnen Spielen geschlagen hat. Bis dahin würde ich mich jetzt hier auch erstmal verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre, Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.